Am Montag besuchte der Bundespräsident und Schirmherr des Projektes Demokratie ganz nah 16 Ideen für ein gelebtes Grundgesetz Frank-Walter Steinmeier gemeinsam mit seiner Frau Elke Büttenbender die Stadt Halle. Grund für seinen Besuch ist das 70-jährige Jubiläum des Grundgesetzes in diesem Jahr. Mit etwas Verspätung kam der Bundespräsident im Stadtteil Halle Neustadt an und wurde gleich von Kamerateams und Fotografen umzingelt. Nach den ersten Fotos ging es in Begleitung von Oberbürgermeister Bernd Wiegand und Ministerpräsident Rainer Hasselhoff in den Kulturtreff, um mit rund 60 Bürgern über politische Bildung und Demokratie zu diskutieren. Nach der Diskussionsrunde hat Bundespräsident Steinmeier gemeinsam mit Auszubildenden des Ausbildungszentrums Bauheulleben die Säule der Demokratie enthüllt. Dabei handelt es sich um eine Stele, die mit Bezug auf das Grundgesetz die Aufschrift »Die Würde des Menschen ist unantastbar« trägt. Wie lange wurde an der Säule gearbeitet und wann wurde das Projekt dazu aufgegeben? Es hat um die 2,5-3 Wochen gedauert, so mit allem Bauen und allem drum und hin und her. Ja. Ja, ich weiß gar nicht, also wir Schüler wissen ja gar nicht, wann wir die Anfrage bekommen haben, wann wir dann hinkommen können und hin und her. Aber ich glaube, das ist so 4-5 Wochen vorher alles in die Wege gegangen. In der Diskussionsrunde ging es, wie der Präsident Steinmeier selbst sagte, um dass manches, wo der Verdacht oder der Eindruck besteht, dass die Politik nicht genügend schnell oder gar falsch handelt, dass man manches auch beheben kann dadurch, dass man den richtigen Rat gibt, dass es Ansprechpartner gerade auch hier in der Stadt gibt, die vorher nicht bekannt waren. Und manchmal hilft es auch schon, wenn man erklärt, warum Politik, und da ist es egal, ob im Bund oder im Land oder hier in der Stadt, dass man erklärt, warum Politik zu einem bestimmten Ergebnis kommt, so handelt, wie sie handelt und dass nicht alles nur unverstanden im Raume stehen bleibt. Ich will sagen, im Ergebnis, solche Gespräche wie heute sind sie wichtig, nicht nur dann, wenn der Bundespräsident da ist, sondern Gespräche wie diese muss es in den Stadtteilen, in den Gemeinden immer wieder geben, damit jeder die Möglichkeit hat, erstens seinen Ärger loszuwerden und zweitens auch sich zu informieren darüber, wo möglicherweise politische Entscheidungen getroffen werden müssen oder wo sie schon getroffen worden sind, warum sie so getroffen worden sind. Welche Anregungen hatten die Schüler der Berufsschule? Also ich saß mit im inneren Kreis in der Diskussionsrunde und habe ihn gefragt, warum gibt es zwischen Ost und West noch so einen Unterschied zwischen den Azubi-Gehältern? Warum hat ein Azubi im Osten weniger Geld als der aus dem Westen? Was war seine Antwort? Ja, dass er probiert, das hinzukriegen, sodass es die Zeit jetzt bringen wird auf jeden Fall. Und dass man die Arbeitgeber und das Bundesdings für Azubis und so, das hinkriegt. Also sich da zusammensetzt mit den Tarifen und dass man das bald wahrscheinlich hinkriegt. Wie werden die Ziele von den Berufsschülern umgesetzt? Ja gut, wir kennen das Thema ja. Wir haben, sagen wir mal, sehr stark reduzierte Klassen in bestimmten Ausbildungsgängen. Wollen sie ja mit einer guten Berufsschulbildung versehen. Demzufolge müssen wir auch die Standorte konzentrieren. Bloß es darf nicht so sein, dass die Fahrzeiten so weit sind und so lang sind, dass jemand diese Ausbildung gar nicht macht. Ich werde das also mitnehmen. Ich habe schon die Kontaktdaten ausgetauscht mit der Dame und wir werden dieses Thema nochmal mit dem zuständigen Minister besprechen. Was ist mit den Löhnen für die Berufsschüler? Ja, die Löhne sind ja generell in einzelnen Tarifbezirken in ganz Deutschland unterschiedlich. Die sind in Niedersachsen anders als in Bayern, die sind in Schleswig-Holstein anders als in Thüringen und auch logischerweise in Sachsen-Anhalt anders als in Niedersachsen. Obwohl das ein Tarifbezirk ist, wird da trotzdem nochmal differenziert. Das muss ich unbedingt annähern und ich bin mir sicher, das wird sich schnell angleichen, weil ansonsten keiner mehr bereit ist, in diese Berufsgruppen zu gehen, wo die Unterschiede da sind. Es gibt ja schon Tarifbereiche und Berufsgruppen, wo die Angleichung stattgefunden hat. Und da, wo es noch nicht passiert, wird man sich schneller umgucken und wird sehen, dass man keinen Azubi bekommt. Also wird man auf jeden Fall dort auch durch die Gewerkschaften und die Arbeitgeber eine Lösung bringen. Das wird ja nicht politisch festgelegt, sondern das machen in der freiheitlich-demokratischen Grundordnung Deutschlands die Tarifpartner aus Arbeitgebern und Gewerkschaften. Und die müssen schnell erkennen, dass es hier eine Angleichung geben muss. Wie lange wird es ungefähr dauern, bis die Angleichung passiert ist?
Ja, zwischen Schleswig-Holstein und Bayern ist sie nach 70 Jahren immer noch nicht passiert. Das hängt aber auch damit zusammen, dass man in Schleswig-Holstein günstiger lebt, von der Miete her und so weiter, als in Bayern. Das heißt, es wird immer Unterschiede geben, weil die Lebenshaltungskosten unterschiedlich sind. In München müssen sie eine andere Miete zahlen, auch als Azubi, als in Kiel. Und demzufolge wird es diese Unterschiede auch immer geben, aber sie müssen sich annähern und dafür wollen wir politisch eintreten. Frank-Walter Steinmeier hat aus der Diskussionsrunde viele Erkenntnisse mitgenommen. Doch was für welche? Erstens, diese Diskussionen sind auch für mich wichtig. Ich sage zunächst mal für alle, die ich in den letzten Wochen dazu geführt habe, weil es doch einem nochmal hilft, hineinzuhorchen, da wo der Schuh drückt, dort wo die Leute ganz allgemein Ärger und Unverständnis über Politik äußern. Heute hier in Halle-Neustadt habe ich eigentlich erfahren, dass die Bewertung der Bürgerinnen und Bürger ihres Stadtteils viel positiver ist, als ich das gelegentlich in den Medien mit großem Abstand zu Halle-Neustadt gelesen habe. Selbstverständlich bleibt hier vieles zu tun. Hier ist gesprochen worden über die Schulsituation etwa, die verbessert wird und verbessert werden muss. Hier ist gesprochen worden über Ausbildungsvergütung und die Frage, warum sie noch unterschiedlich ist im Osten und im Westen. Alles wichtige Themen, die auf den Tisch kommen. Aber ich finde, es war eine sehr vernünftige, auf Argumentation gestützte Auseinandersetzung, Kontroverse, die wir heute Morgen geführt haben. Hoffentlich hat der Tag unserem Bundespräsidenten gefallen und hoffentlich kommt er auch bald mal wieder nach Halle.